Der nächste Vortragende, den ich jetzt vorstellen darf, ist der Ehemann der jetzigen Rednerin. Und das ist Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Kromp. Er hat eigentlich Mathematik und Physik studiert. Und alle, die sich noch erinnern können, ganz bewusst an Fukushima und das Unglück dort, da war er ständig in den Medien vertreten. Er hat außerdem, ich glaube, das kann man ohne Zweifel behaupten, dafür gesorgt, dass Österreich kein Atomkraftwerk hat, das in Betrieb gekommen ist, weil er sich vor der Abstimmung 1978 schon sehr engagiert in der Öffentlichkeitsarbeit hat, damit das nicht in Betrieb geht. Und er ist gerade der Risikoforscher Österreichs und wir freuen uns jetzt, ihn begrüßen zu dürfen. Danke für die Blumen. Also ich habe da mitgewirkt, aber das war ein Teamwork von vielen, vielen, vielen. Und jeder, der halt 0,4% beigetragen hat, kann sagen, er ist der Sieger von Klempendorf. Ne? Und vielleicht habe ich auch 0,4% beigetragen. Okay, so, ist das so? Muss ich das ein bisschen anspucken, ja. Also mein Thema wäre diesmal die hohen Risiken der Atomkraftwerke. Eigentlich sagen wir Kernkraftwerke im Nuke-Speech. Da sagt man nicht Atomkraftwerke. Aber da sage ich jetzt Atomkraftwerke. Ja, was macht das aus, dass das so ein hohes Risiko ist? Und das ist das Schadpotenzial. Wir haben die nächste Folie bitte. Das da drückt mir irgendwo. Ja, gern. Ja. Ich werde mir das wünschen. Dann. Wir haben ein sehr hohes Potenzial, ein radioaktives Inventar in einem Kernkraftwerk. Das ist um Größenordnungen höher als zum Beispiel in der Hiroshima oder in der Nagasaki-Bombe gewesen ist. Und es ist zwar die Brisanz der Explosion nicht vergleichbar mit einer Atombombenexplosion, aber das Strahlungspotenzial ist eben ungeheuer größer. Und wir haben außerdem dort relativ hohe Energie vor Ort. Das ist gleichzeitig da. Ein laufendes Kernkraftwerk, das im Volllastbetrieb ist, hat also die Energie, und das ganze Schadpotenzial verteilen kann. Und auch, selbst wenn jetzt die merken, da kommt es, das ist ein ganz schwieriges, und man lässt die Regelstäbe einfallen, die Kernspaltung wird unterbrochen. In dem Moment ist immer noch ein sehr, sehr hohes Potenzial da, nämlich nicht nur durch die Kernspaltung, sondern durch die bereits gespaltenen Atome, die sogenannte Nachzerfallswärme. Und das macht also so ungefähr bei einem mittleren Reaktor, macht ein paar hundert Megawatt aus. Das ist eine sehr, sehr große Energie. Auch wenn das Kernkraftwerk dann längere Zeit abgeschaltet ist, sinkt natürlich dann dieses Strahlenpotenzial ab. Aber auf einem relativ hohen Niveau bleibt es dann viele Jahre erhalten, sodass also wir dann nicht so leicht aus dem Schneider kommen. Nächstes bitte. Ja, eine Kernkraftwerksanlage, eine AKW-Anlage, ist was sehr Kompliziertes. Die Frau Kollegin Meyer wird es sicher schon Ihnen, da wollen wir nicht lange aufhalten, wie kompliziert und wie sowas ausschaut im Prinzip. Auf alle Fälle geht es immer darum, kann dieses Potenzial getriggert werden, kann die Freisetzung verursacht werden. Und da gibt es also innere und äußere Ereignisse, Events, ja, auf schlecht Deutsch, auf Neudeutsch, die eben sowas bewirken können. Und das kann es von Natur verursacht sein oder Menschen verursacht sein. Und ich habe da ein paar aufgezählt, sind viel, viel mehr natürlich noch. Ne? Blitz, Erdbeben, Flut, Sturm oder Brand, Fehlverhalten, menschliches Fehlverhalten, unbeabsichtigt und auch beabsichtigt, bis zu Terror und Krieg. Und wir wissen das ja, das ist leider aktuell jetzt,
man hat ja sowas nicht für möglich gehalten, zumindest die meisten von uns. Und das zeigt sich halt, dass diese komplexe Anlage gegen viele von diesen Trigger-Events nicht sehr gut geschützt ist. Ist gar nicht geschützt ist. Also gegen kriegerische oder Terrorereignisse ist ein Kernkraft praktisch nicht schützbar. Und wir können in Diskussion kann ich da Beispiele finden. Jetzt, damit aber sowas wie eine nukleare Renaissance angesichts all dieser Gefahren doch irgendwie wieder möglich wird, hat man so zwei, das ist das nächste Bild dann, ja, das haben wir übersprungen schon, und jetzt sind wir da mal, ja. Da gibt es so zwei große Hoffnungen. Das eine sind die Kernkraftwerke der Zukunft, Zukunftshoffnung. Die sogenannten Generation 4 Reaktoren, die beruhen auf, wie hat auch die Kollegin Meyer schon einiges gesagt haben dazu, Plutonium- und Thorium-Brutreaktoren, Salzschmelzen spielen eine Neutronenspiel eine Rolle, die Salzschmelze kühlt dann, also da haben so große Wärmemengen, dass man dass mit Wasser gar nicht mehr wegtrinkbar ist von der Wärmekapazität her, da muss man schon Salzschmelzen verwenden. Und die Verwirklichungszeiten, das gilt also für alle diese Konzepte, ist ähnlich wie für die berühmten Fusionsreaktoren. Mit der berühmten Fusionskonstante, die also so wie es noch jung war die ungefähr 25 Jahre, ist es mittlerweile schon auf, glaube ich, 50, 60 oder noch mehr Jahre angewachsen, also es ist auch nicht konstant. Eine wachsende Konstante, die sogenannte Fusionskonstante. Das ist eigentlich für uns uninteressant, weil für den Klimawandel kommt das alles hin. Und der zweite Punkt wäre eine Art Weiterentwicklung der bestehenden meistgebrauchten Reaktortype. Das sind diese Druckwasserreaktoren, die unter dem Schlagwort SMR, Small Modular Reactors, oder kleine modulare Reaktoren, wird das jetzt verkauft. Und diese Dinge, wir haben uns dann, gehen wir mal den Punkt 1, schauen uns näher an, also zur 1 jetzt einmal. Ja. Die Generation 4 Reaktoren. Was wird denn attestiert in der PR? Inhärent sicher, billig, Müllproblem bereits gelöst und proliferationsfrei. Das ist ja schon eine Latte, die da versprochen wird. Wie viel Zeit habe ich noch? Bitte? Habe ich noch Zeit. Gut. Ja, diese Reaktoren, also die meisten dieser Reaktoren, die schon die längste Tradition haben, beruhen auf Brüten von Plutonium oder Uran und auch Thorium. Also das sind alles Stoffe, die schnell Neutronen dann irgendwie einfangen können und werden dann in spaltbare Produkte umgewandelt, also entweder das Uran 235 im Fall von Uran oder im Fall von Uran 233, es müssen ungerade Zahlen sein, damit es spaltbar ist und auch regelbar. Auf das können wir jetzt nicht eingehen. Zu den SMRs und AMRs noch etwas zu sagen, die wurden in letzter Zeit einfach auch von der EU als grüne Reaktoren, also zum Entsetzen und von allen Leuten, denen die Kernkraftwerke noch nicht ganz wurscht sind und die über Covid das nicht ganz verdrängen lassen haben. Ja, da gibt es drei massive Kritikpunkte. Ihr geringes Potenzial zur Eindämmung der Treibhausgase. Das Potenzial ist einfach winzig. Man muss es ja auch herstellen, diese Dinge, und das dauert ja alles Zeit. Dann verdrängen natürlich, da sind es ungefähr 50, 40 oder Firmen oder was sind da weltweit am Schaffen, die verdrängen natürlich dann die Erzeugung der regenerativen Energieformen. Und das ist eine gute Ausrede, damit man ablenkt davon, weil die wollen das nicht. Hm? Die hätten da gern mit Nuke weitergetan, denn das ist ja auch militärisch interessant.
Und dann haben wir natürlich wenn Tausende jetzt weltweit und Abertausende weltweit verbreitet werden soll, globale Verbreitung, dann ist das so ähnlich wie die Verbreitung von Minen. Und das ist dann für, da ja auf der Welt immer irgendwo Kriege sind. Gerade bei uns war es jetzt einmal ruhig längere Zeit. Wir wachen da jetzt auf und merken, Moment, wenn wir die Welt global anschauen, da wird ja ständig Krieg geführt. Und es war interessanterweise, haben ja die Führer bis jetzt schon sich ein bisschen zurückgehalten. Die Kriege waren eigentlich nie dort, wo wirklich Atomkraftwerke dicht stehen. Das ist ihnen nicht aufgefallen. Ne? Jetzt ist da eine große Ausnahme momentan. Ne? Und das gibt auch zu denken natürlich. Naja, wenn wir das nächste schon wieder hernehmen. Ja, also da haben wir die Langzeitfolgen. Naja, das Langzeitstrahlenrisiko wird dann abgefedert durch einen irreführenden Sicherheitsbegriff, nämlich Endlagerung. Das klingt so, jetzt bringt man das zu einem Ende und dann braucht man sich nicht mehr kümmern drum. Wenn man das nächste Bild ist, da wünschen darf, ja, da sieht man einiges auf dem Bild. Das war so vor ungefähr 15, 20 Jahren, hat es unter Rot-Grün in Deutschland ein Experiment gegeben. Da hat man gesagt, jetzt tun wir mal so, wie wenn man ganz neu und unter massiver Einbindung der Bevölkerung einen Standort suchen. Und das hat man AKEND genannt. Und die Vorgabe war allerdings schon, also es muss für 1 Million Jahre muss halten. Ne? Das ist an sich gemessen an einigen Millionen Jahre Halbwertszeiten von manchen Langzeitstrahlen, die nicht in die Biosphäre kommen dürfen, ist das sowieso nicht wirklich sehr lang gegriffen. Aber 1 Million Jahre ist gemessen an sozusagen dem unserer zivilisatorischen Entwicklung, ist das eine ungeheuer lang. Ne? Und dann geht man mal darunter, wir sehen das auf dem Bild, geht man runter 300 bis 1200 Meter, das ist nicht so wahnsinnig tief. Denn sehr viel tiefer, da wird es dann irgendwann einmal heiß und magmatisch und so weiter. Und man muss ja da auch irgendwie runterkommen. Da sieht man da so einen Schacht, der in Wirklichkeit eine Wendelfahrbahn sein wird, so eine Spirale, wo man mit schweren Gerät hinunterfahren muss, um die schweren Dinge, Kastoren und so weiter runterzubringen. Und die werden da unten dann so, da sieht man jetzt das Lager, das ist da ganz weit weg, oben ist eine schön grüne Wiese. Naja, da hat einer der führenden Soziologen, der hat dann gemeint, die Suche nach dem Endlager, das ist ein globales gesellschaftspolitisches Großexperiment. Und sowas kommt ja mir vor, hat ja auch Covid so den Charakter eines Großexperiments, da könnte man auch diskutieren drüber. Aber das machen wir jetzt nicht. Ja, ich war noch mit meinen Studenten, war ich so auch vor ungefähr 15 Jahren, habe ich noch in Grimsel, beim Eiger dort, im Granit, mir sozusagen das Experimentallager, da hat es einen Versuchsstollen gegeben mit einem Versuchslager, haben wir angeschaut, also das war damals ganz todsicher und so weiter. Ne? Nur wenige Jahre später, das sieht man im nächsten Bild, ein bisschen so ähnlich hat es dort auch ausgeschaut, das haben wir allerdings jetzt schon in den USA. Wenige Jahre später war das aber schon out. Da war plötzlich der Granit doch, da hat es irgendwelche Wasserwegigkeiten gegeben, die so ungefähr im 10er Meter Abstand sind und so. Also war das doch nicht so sicher. Und selbst wenn man sowas, ich will nicht sagen, dass es nicht sowas gibt, also einen riesigen Block, der keine Wasserwegigkeiten hat, aber bis man das weiß, hat man so viele Bohrungen machen müssen, dass er dann nicht mehr dicht ist. Also das heißt, es gibt also bestimmte Sachen, die schlicht und einfach nicht beobachtbar sind. So ähnlich wie in der Quantenphysik man nicht gleichzeitig Ort und Impuls beobachten kann. Oder Geschwindigkeit. Also man kann nur eines messen, das andere wird dann ganz unbestimmt. Und so ist es da auch. Ja, man hat ja dann schlimme Sachen gehört von den Yucca Mountain, dass man dann, da unten hat man dann Radioaktivität gefunden.
die offensichtlich von der Oberfläche von den Atombomben versuchen, in dieses todsichere Lager eingedrungen ist. Also das umgekehrte Weg ist auch denkbar, klarerweise. Ne? Ja, wir haben dann, das nächste dann ist das strahlende Erbe. Wir haben also, die Zahlen haben sie mittlerweile, die ganz unten, wenn Sie da schauen, das sind sicher jetzt schon mindestens verdoppelt, verdreifacht. Und das sind alles Dinge, die eben Halbwertszeiten haben, das ist zum Fürchten. Ne? Das, also, wenn man nur das Plutonium, das eine relativ kurze Halbwertszeit hat, mit ungefähr 24.000 Jahren oder 25.000 Jahren, muss man nach der Theorie 10 Halbwertszeiten abwarten, bis es von einem Hälfte, Viertel, Achtel, Sechzehntel, Dreiviertel, bis es von einem 1024 so ungefähr ein Promille abgesunken ist. Ne? Dann ist das ungefähr mit der Höhenstrahlung vergleichbar. Das hängt aber von der Ausgangsmenge ab, natürlich, klarerweise. Also wir haben da ein gigantisches Risiko. Jetzt kommt für mich noch, bin ich schon beim letzten Bild eingefasst, das wäre für mich sozusagen das ultimative Kernenergierisiko. Ich persönlich glaube ja, dass der Putin zum Beispiel, dass der nicht wirklich, erstens nicht glaube ich, dass er schon ein bisschen weiß, durch seine Berater und so weiter, dass ein Kernkraftwerk nicht etwas ist, was man aber so unbedingt beschießen muss, wenn man sich dieses Gebiet einbuchten möchte. Wenn man das adaptieren möchte, wird man da nicht wahrscheinlich eine riesige Strahlenwolke erzeugen, die dann vielleicht auch was das ist, andere Gebiete, die umstritten sind, im Schwarzen Meer und so weiter, dann auch betreffen. Also das glaube ich nicht. Das natürlich, wenn aber so jemand, der offensichtlich aufgewachsen ist in seinem Zeitpunkt, die niemals eine demokratische Erleichterung erlebt haben. Von Zaren über Stalin und so weiter, sind ja immer irgendwie unter Druck gesetzt worden. Ne? Und er hat sich vielleicht gedacht, naja, ich werde jetzt da Druck machen und dann kommen die schon und werden mir Blumen bringen und zu meinen Banken. Also, ich weiß nicht, was mit den Menschen vorgeht. Ne? Jedenfalls, selbst wenn jetzt durch einen militärischen Beschuss das eine oder andere Kernkraftwerk getroffen wird, das ist natürlich eine interessante, das kann den Untergang des Kernkraftwerks bedeuten. Ne? Allerdings, wenn wir einen weitreichenden, einen langdauernden Stromblackout haben, also durch kumulative Effekte und so weiter, da gibt es gerade im Jänner ist eine Publikation herausgekommen vom IPTA, also vom Institut für Technikfolgenabschätzung der Wissenschaften und vom AIT, dem Austrian Institute of Technology. Da hat der Österreich das gemacht und die sagen also, das ist nicht so. Also das ist zwar sehr, sehr gefährlich, wenn das passiert, aber sehr unwahrscheinlich. Immerhin war das aber für die Schweizer, wenn man da schaut, ne? Ich nenne sowas auch Black Swan Event, so wie so seit man der schwarze Schwan ist. Ne? Das gibt es seit der Antike, diesen Begriff. Aber das hat immerhin die Schweizer, die da schon vorsichtiger manchmal sind, ne? hat das schon eine Wirkung gehabt. Ne? Und sie haben immerhin ein großes Katastrophenszenario für die Schweiz. Eigentlich ein sehr großes sogar, wo sie im Moment kein Vergleichbares haben. Ein großflächiges Blackout mit einer darauffolgenden sogenannten Strommangellage stellt gemäß Risikoexperten eines der größten und potenziell folgenreichsten Katastrophenszenarien dar, denen die Schweiz in den nächsten Jahrzehnten ausgesetzt ist. Ne? Und das war ein eigener Thementag vom SFR, vom Schweizer Rundfunk gegeben. Ne? Am 2. Jänner 2017 war das immerhin. Das ist nicht so lange aus. Naja, also was ist meine Schlussfolgerung, wenn wir das letzte Bild jetzt uns anschauen? Ich hab's da ganz mit dem Charles Perrow, den ich noch immer für einen der wichtigsten Risikoforscher halte. Da gibt es ganz unten das Datum der Erstveröffentlichung, das war schon 1987, also das hat man schon ganz lang, weiß man das. Der sagt eben,
hat ein Buch geschrieben, die normalen Katastrophen, so ein bisschen die ganz normalen Katastrophen halten, die unvermeidenden Risiken der Großtechnik. Petrochemie, Schifffahrt, Flugsicherung, Staudämme, Bergwerke, Kernkraftwerke und Gentechnologie. In höchst anschaulicher Weise analysiert Pero alltäglichen Gefahren unserer Großtechnik, denen unübersehbare Komplexität Fehler geradezu aufzwingt. Und er kommt ja, also man kann das anders auch formulieren, wir sollten eigentlich keine Technik betreiben, deren schwerstmöglicher Unfall dann nicht beherrschbar wird oder zu einer wirklichen globalen Katastrophe wird. Damit schließen. Danke.